Tidewinder. Also den... Haben wir es jetzt? Also ich glaube, ich bin jetzt fullplated. Wollen wir nochmal sicher gehen? Doch, ja, bin fullplated. Huh? Scheiß drauf. Ich weiß, so oder so ähnlich, das sollte das Intro eigentlich sein, dass ich den Sound cool nachmache. So. Fangen wir nochmal. Ich komme nochmal neu rein. Was liebe Leute, herzlich willkommen zu einem Video hier vom Kanal und herzlich willkommen zu einem weiteren Klassenguide zu der Trigger SVA oder wie Experten auch sprechen von der sogenannten Trigger SVA. Das erste Sturmgewehr, was wahrscheinlich viele von euch schon freigeschaltet haben, hat nämlich eine richtig kranke Spezialität und zwar den Single Shot. Denn wenn ihr einmal triggert auf Einzelschuss, ein Schuss, zwei Kugeln. Und ich muss wirklich sagen, das hat insane Spaß gemacht, damit zu spielen. Und ich habe so sogar meinen Kill-Rekord aufgestellt. Und die gute Nachricht für euch ist, wenn ihr Triggerwaffen hasst, dann könnt ihr die Waffe auch vollautomatisch spielen. Das seht ihr nämlich auch in der ersten Runde. Und in der zweiten Runde seht ihr sie auf Einzelschuss, wie sie komplett alles auseinander nimmt. Und habt so den perfekten Vergleich. Ich hab euch doch. Ich denk doch mit. Die letzten Videos kommen richtig gut an. Freue mich übertrieben. Für diesen Kill-Rekord würde ich mich übertrieben über eine positive Wertung freuen. 600 Likes werden insane, wenn wir das hinkriegen. Und wenn ihr das Video gerade seht, dann ist es passiert. Dann läuft gerade der 24 Stunden PlayStation 4 Sidewinder Stream, den ich angekündigt habe, als das PlayStation Video 2000 Likes gehittet hat und ich das gesagt habe. Sidewinder! Sollte dieses Video 2000 Likes bekommen, werde ich einen 24-Stunden-Stream machen, wie ich auf PlayStation 4 mit der Sidewinder versuche, einen Win in Warzone Battle Royale zu bekommen. So, jetzt ist es raus. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei auf YouTube oder auf Twitch. 24 Stunden mit der Sidewinder. Mir ist wirklich schwarz vor Augen, wenn ich nur daran denke. Und vielen, vielen Dank für fast 38.000 Abonnenten. Vielleicht kriegen wir die ja noch voll. Wäre sehr, sehr korrekt. Die Klasse gibt es wie immer am Ende. Und schreibt in die Kommentare, wie ihr die SVA im Single-Burst-Modus so findet. Ich fand sie insane nice. Der wollte mich stunnen, der Frechdachs. Wie komme ich denn hier hoch? Spiel. Ah, hier. Okay. Hab ich gesagt. Doch nicht? Doch. Digga, was ist das für ein Labyrinth? Woo! Hier ist auch eine Treppe. Ach man, hier draußen, okay. Ein Franzose ohne Discord? Ach du Scheiße. Ist der hier hoch, Chat? Es ist wieder eine Konterdrohne oben. Jungs. Oh, Heartbeat. Heartbeat ist wichtig. Da hinten sind die. Oh, hier brennt der Baum. Hier brennt der Baum. Oh, und ich spiele mit der falschen SVA. Mich dreht's. Prezi oder so? Klassische Mich-Drehung. Meins! Boah! LMG-Chat! Mhm. Komm mal hier hoch? Bitte, ja. Ah! Schon runtergefallen. Ja.
Scheiße! Warum gehst du nicht in die Zone, du Bob-Arschloch? Nee, ich meine nur, also ich beklag mich natürlich nicht, ne? Ich verdiene recht gut. Aber Spitzensteuersatz ist wirklich nochmal. das ist nochmal eine andere Nummer. Aber wenn es euch interessiert, wie viel ich verdiene, werde ich morgen wieder ein Video zu machen. Ich habe letztes Jahr schon YouTube und Twitch und so offengelegt. Ich habe auch jetzt extra nochmal heute Morgen mit dem Chef von Cyberdyme geschrieben, ob ich das grob euch mitteilen darf, wie viel Umsätze ich aus den Partnerschaften gemacht habe. Und er meinte, das ist kein Thema. Und ja. Gute Jagd. Hey, 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 hey. Wir sind hier nicht bei der Antifa. Nee, nee. Nein, 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 nein. Sage mal, was ist denn jetzt passiert? Also bitte! Du kommst sofort hier hin! Sag mal! Also, sowas habe ich ja überhaupt noch nicht erlebt. Fass es ja gar nicht. Albert! Oh! Alles gut. Sicherheitszone wird verlegt.
Stabil! Da ist sie doch, die 30er-Chat. Da sind wir doch! Da sind wir doch! Und ihr habt zum Gameplay gesehen, es hat unfassbar gekracht. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, wie ihr es findet. Wenn ich so eins oder zwei richtig kracher Runden aneinander schneide und nicht so viele einzelne Clips nehme, bin ich gespannt, was ihr davon haltet. Es hat auf jeden Fall insane viel Spaß gemacht, die zu spielen. Der Recoil ist halt fast gar nicht vorhanden, weil ihr halt durch das Triggern sich das Fahnenkreuz immer wieder zentriert. Nicht so extrem wie bei anderen Burstwaffen, aber ich finde, wenn man sich dran gewöhnt, dann ist es wirklich sehr, sehr strong. Man kann die Gegner wirklich insane beamen. Ihr spielt den Präzisionslauf, den schweren Brühenunterlauf, ne, da bekommt ihr nämlich auch nochmal mehr Recoil Control. Natürlich den Spitfire Schalldämpfer für Geschossgeschwindigkeit und Reichweite und Recoil Control. Das Corio Eagle's Eye 2,5 Visier und das 60 Schussmagazin. 1, 2, 3, 4, das ist die Klasse für euer Bier. Hä? Ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen. Schreibt es in die Kommentare, was ihr von der Klasse haltet oder was eurer Meinung nach die aktuelle Meta ist. Ich hoffe sehr, ihr hattet Spaß bei dem Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.